Dieses Wohn- und Geschäftshaus am Maiplatz gehörte der Familie Berges und sollte durch einen Anbau 1953 erweitert werden. Friedrich Wilhelm Berges war Teilhaber der Firma Rasche. Er nahm in Plettenberg verschiedene ehrenamtliche Aufgaben wahr und wurde von seinen beiden Töchtern, Dr. Charlotte Krummenerl sowie Hanneliese Berges, sehr geschätzt. 1978 wurde Hanneliese Nachfolgerin ihres Vaters als Geschäftsführerin in der Firma Rasche. Bis zu ihrem Tod am 30. Juni 2009 wohnte Hanneliese im Haus in der Lehmkuhler Straße. Bei Renovierungsarbeiten im Haus Berges fand ein Plettenberger Handwerksmeister altes Füllmaterial und informierte mich über diesen Fund. Nach Rücksprache mit Frau Marianne Schmidt, Vorsitzende des Stiftungsvorstandes, durfte ich diesen Film sichten und übernehmen. In meinem Hechmücke-Studio wurde dieser Streifen digitalisiert, geschnitten, mit Musik und Kommentaren versehen und im 4:3 Bildformat produziert. Wir sehen hier in der Grüne Straße das Gebäude der Firma W.O. Schulte. Die Lücke zwischen Schulte und dem Haus Berges sollte geschlossen werden. Hierzu wurde auch ein Teil des Österbaches überbaut. Die folgenden Aufnahmen dokumentieren eindrucksvoll den Lückenschluss in der Grüne Straße. Thank you.
Nach Abschluss der Bauarbeiten bezog das Musikhaus Schäfer aus Altena im Oktober 1954 die neue Filiale im Haus Berges.